Ja, hier ist wieder Lokop oder vor allem mit einem kleinen Blog-Video, was ich demnächst vorhab, beziehungsweise warum ich überhaupt diesen Blog mache. Auf jeden Fall als allererstes, wir haben 10:30. 10:30, wow. Ich bin vor 5 Stunden nach Hause gekommen, bin vor einer Stunde aufgestanden, habe mir gerade einen 1200 Kalorien-Shake gegeben. Jetzt trinke ich hier noch schön grünen Tee. Grüner Tee, dazu komme ich später noch, das ist genau das richtige Stichwort, bevor ich ins Training gehe. Aber auf jeden Fall habe ich da letzt ein kleines Video gedreht, so First Person Cooking. Da habe ich mir ein Omelette gemacht. Ja, ich wollte euch das erst mal zeigen. Ihr könnt eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Ich werde vielleicht in meinen nächsten Videos ein paar Elemente aus der First Person Perspektive mit einbauen beim Kochen. Kurz schnell zu dem Video. First Person Cooking, mein Omelette. Und danach zeige ich euch kurz, was es sich mit dem grünen Tee auf sich hat, was ich dann auch zu sagen habe. Auf jeden Fall könnt ihr mal hier kurz reinschauen. Ich mache das Ganze mal kurz groß. Zack. Dann könnt ihr kurz reinklicken. Auf jeden Fall habe ich hier ein Päckchen bekommen. Und das Päckchen, das ist aus Shanghai, China, ja? Ein Päckchen aus China, aus Shanghai. Huch, da ist mir gerade was entgegengeflogen. Ich würde mal sagen, ich mache das Ganze mal auf. Zack, hier ist es. Auf jeden Fall ist hier aus Shanghai geliefert worden, habe ich bei Amazon bestellt. Grünteesamen. Ja, auf jeden Fall mega cool, wenn ich mir selber den Grüntee zu Hause anpflanze. Aber dass Grünteesamen so dick sind, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ich würde sagen, wir pflanzen immer 3 Stück pro Topf ein. Und dafür nehme ich euch erstmal mit kurz rüber in die Fensterbank. Also da bin ich echt mal gespannt, ob das hier mit diesen Grünteesamen überhaupt was wird. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ich meinen eigenen Grünteebaum hier züchte. Dann kann ich meinen eigenen selbstgemachten grünen Tee trinken. Das wäre mega. Wenn da was keimt, wäre das cool. Dann bastel ich mir hier noch mehr Grünteepflanzen, da ich die ganze Fensterbank voll habe. Und da muss ich das Ganze irgendwann umtopfen. Und da dürft ihr auch mit dabei sein. Auf jeden Fall würde ich sagen, hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr dieses First-Person-Cooking-Video findet. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, schon mal im Voraus. Und ich würde mal sagen, bis dahin, macht's gut, haut rein, ciao.